Die türkische Militäroperation ist in vollem Gange. Auf der anderen, der syrischen Seite, gibt es Tote. Über 270 sollen es sein. US-Präsident Trump hatte die türkische Offensive durch den Abzug von US-Truppen erst möglich gemacht und damit die ehemaligen kurdischen Verbündeten ihrem Schicksal überlassen, auch wenn die sich nach Kräften wehren. Donald Trump sieht sich jedoch harscher Kritik aus der eigenen Partei gegenüber. Nun schlägt er eine andere Tonart an. Wir könnten die Türkei finanziell hart treffen oder wir könnten einen Deal zwischen der Türkei und den Kurden vermitteln. Das gefällt mir. Lasst uns einen Deal machen, so Trump vor Anhängern in Minnesota. Doch trotz der internationalen Kritik will der türkische Präsident das Bomben nicht beenden. Erdogans Plan, eine Sicherheitszone für syrische Flüchtlinge, die zurzeit noch in der Türkei leben. Auch Russland bietet nun seine Hilfe als Vermittler an. Zu groß ist die Angst vor ca. 10.000 Dschihadisten, mehrheitlich Frauen und Kinder, die in einem syrischen Lager festgehalten werden, bewacht von ca. 400 Kurden. Jetzt, da die türkische Armee in das Gebiet eindringt, verlassen die Kurden diese Lager, in denen IS-Kämpfer untergebracht sind, und die können einfach weglaufen. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell die türkische Armee die Situation unter Kontrolle bringen kann. Die Probleme sind allerdings hausgemacht. Die Herkunftsländer, darunter auch Deutschland, verweigern den IS-Kämpfern die Einreise. Die Bundesregierung dürfe zu der türkischen Invasion nicht länger schweigen, fordern die Grünen. Es muss jetzt auch Konsequenzen geben. Die Bundesregierung muss beispielsweise die Hermes-Bürgschaften für Geschäfte in die Türkei hinein jetzt einfrieren. Die muss klar machen, dass wenn die Türkei jetzt Beistand aus der NATO will, dass sie es vergessen kann. Frankreich droht der Türkei mit EU-Sanktionen. Das Thema werde beim Gipfeltreffen in der nächsten Woche diskutiert werden. Für die Kurden läuft derweil die Zeit.